Herzlich willkommen zu unserer heutigen öffentlichen Demonstration des Bundes für Geistesfreiheit zusammen mit Recht auf Stadt und mit dem Ü-Theater zusammen auch. Herzlichen Dank an den Kurt Raster, der hier die Hauptverantwortung trägt dieser Veranstaltung. Ich bin froh, dass uns gelungen ist, den Don Juan de Austria zu verhüllen. Der ist ein Symbol kriegerischer Auseinandersetzung. Wir haben ständig immer noch Kriege auf dem Planeten. Wir sollten eben Kriegshelden nicht verehren. Wir sollten eher die Elie Maldak, die hier in Regensburg als Lehrerin gewirkt hat und dann auch in der Psychiatrie ums Leben kam, ehren. Der Bund für Geistesfreiheit steht für eine Weltanschauung auf säkularer, naturwissenschaftlicher, physikalischer Basis. Wissenschaften mit dem Wissen, ein gutes Leben zu konstruieren. Und wir können hier in Regensburg noch viele Orte des Schreckens, der Ungerechtigkeit, der Kriegsverherrlichung beseitigen und dafür einen Baum türkisch-deutsche Freundschaft pflanzen, eine Statue für die Elie Maldak aufstellen. Der Bund für Geistesfreiheit Regensburg hat für diese Statue bereits 5.000 Euro zur Verfügung gestellt. Wir bitten um weitere Spenden, damit wir diese Statue finanzieren können. Wird vielleicht so bei 40.000 liegen. Und ich freue mich, dass ihr da seid und ich hoffe, dass viele Leute kommen und weiter bei uns mitwirken. In diesem Sinne, herzlichen Dank.